Oh, ich muss meinen Text ändern. Ich, ihr kleinen Hoden. Ja, das, ich habe den Text einfach, weil ich neu wieder drin war und dachte mir, oh cool, haust mal einen raus. Und wisst ihr selber, ihr macht eine Anfrage, zack, und dann habt ihr immer diesen Text drin. Ja, so viel dazu. Das war's davon. Dann seid ihr erstmal wieder auf dem neuesten Stand. Ich verlasse aber den Clan, weil ich natürlich wieder in Gusua Videos nochmal abchecken will, was geht. Und dann sehen wir das aber in der nächsten Folge, denke ich. Mal gucken. Vielleicht lasse ich es auch noch. Da muss ich jetzt echt sagen, der würde mir jetzt nicht unbedingt zusagen, weil ich einfach sage, das ist jetzt nicht so viel Loot. Wenn er jetzt das Dunkle klar macht, ist das nice. Aber ansonsten ist der Gegner, für mich wäre der kein Angriff wert. Aber ich denke mal wirklich, der Dragon 2.0 hat es da aufs Dunkle abgesehen. Und wenn das läuft, sage ich mal, wenn das klappt, ist das in Ordnung. Aber guckt mal, es wurde jetzt auch schon wieder ordentlich reingeballert. Aber ich denke mal, das müsste klappen. Das müsste klappen, dass er sich da das Dunkle snackt. Und dann ist es in Ordnung. Aber für was anderes hätte ich den auch wirklich nicht angegriffen. Ja, gut, okay. Zack, und dann jetzt Kobis rein, rein, rein. Und da natürlich schön absahen, ganz klar. Genau, und dann ist das natürlich cool. Der Rest Banane, alles was noch oben drauf kommt, wäre Bonus. Aber da kommt nichts mehr, weil die Lager sind da. Von daher ist es okay, gut, dass du es geschafft hast. Aber die Sache ist halt eben wirklich die, es hat natürlich auch gut Alex gekostet. Wegen den Blitzzaubern halt eben doch noch. 800k. Nett auf jeden Fall. Und schön mit Drachen. Schön mit Drachen, genau. Dann erstmal gucken, Luftabwehr ausschalten. Glück gehabt, dass der Drache noch nicht, dass dieser Drache hier noch nicht die Heal Base, sage ich es jetzt mal, möchte ich es jetzt mal nennen, verlassen hatte, dass der sogar noch ein bisschen gehealt wurde. Und ansonsten sollte das ein einwandfreier Durchlauf werden, weil die Luftabwehren sind Pillepalle. Ich meine, klar, es sind auch nur Zweierdrachen, aber immerhin die Masse, das waren glaube ich 10. Und damit kann man natürlich schon was reißen, auf jeden Fall. Also, da war es eine gute Base für die Drachen, auf jeden Fall. Also, da gibt es schlimmere. Die man, oder schwerere. So, genau hier. Doch, das ist cool. Der gefällt mir. Muss ich ganz einfach mal sagen. Wie gesagt, ist halt nicht Standard Barge. Ist halt was anderes. Und wir sehen halt auch noch, wir haben knapp eine Minute noch. Das heißt, da wird noch einiges gehen. Und so ein Drache ist echt nicht zu vernachlässigen. Also, wenn man gut mit Drachen umgehen kann, geht da schon einiges auf jeden Fall. Cooles Ding, Luftabwehr ist weg. Der Bogiturm macht dann nicht mehr so viel. Einwand tutti. Und jetzt ist Banane. Wir haben komplett genullt. Einwandfrei 97%. Und da kann man wirklich sagen, gut, okay, komm. Die Drachen haben sich gelohnt und fertig. Und das ist immer so eine Sache, wo ich wirklich halt sage, auch wenn ich Go Wipe übe, voll... Was habe ich jetzt getan? Nein! wenn ich Go Wipe übe, ist das vollkommen in Ordnung. Logisch. Aber wenn ich halt irgendwo da sitze... Ja, WTF halt, wa? Wenn ich halt irgendwo da sitze und dann sage ich jetzt mal zum Beispiel immer einen Go-Wipe-Angriff mache und gar nicht darauf achte, was ich an Loot ziehe, naja, dann weiß ich nicht, ob das so clever ist, weil ich meine, man will ja irgendwo in dem Spiel weiterkommen. Und ich habe es euch ja gezeigt, als ich mit dem Account angefangen habe, habe ich es ja gezeigt, wirklich einfach nur Kobolde ausbilden und lasst die rennen. Fertig. Ist doch scheißegal, was dabei rumkommt an Pokis und so weiter und so fort. Also, man muss einfach nur im Spiel halt logischerweise ein bisschen weiterkommen. Klar.
klar, nett, aber eben auch, also ich spule den wirklich schnell weiter. Es ist halt Standard. Wie gesagt, man freut sich immer wieder über die Gegner, ganz klar, aber es ist halt nichts, wo man jetzt sagt, boah, geil, komm, lass die Chipstüte hier, wir gucken jetzt kein Fernsehen, sondern hier gibt's mal richtig was auf dem Sack, zumal der Loot auch nicht so der Knüller ist. Ich meine, gucken wir mal ganz kurz zum Angreifer rein. Wenn wir uns das jetzt mal angucken kurz. Ja, okay. Also ich würde jetzt mal sagen Town Hall 7. Nee, Town Hall 8. Warte mal. Oh, ich habe gerade wieder so eine... theoretisch... Also der King hätte dazu ja gepasst zum Town Hall 7. Aber... ich muss echt überlegen, ich muss mir das ausdrucken, ich muss da wirklich ein bisschen mehr, ihr habt mich jetzt wirklich, ja, ich muss es sagen, ihr habt mich erwischt, dieses, zum Beispiel Bogies Level 5, weiß ich ja, so, und zu welchem Rathaus die gehören, das muss bei mir einfach auch wirklich noch ein bisschen mehr, in den Kopf rein und da werde ich mir ja die Dinge einfach ausdrucken, dass ich wirklich die an der Wand habe und dann sage, gut, okay, zack, 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 hier, was und was könnte das für ein Town Hall sein und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, grundsätzlich Town Hall 8 und King auf 1, wie gesagt, bei mir war es so, aber das muss nicht sein. Also wirklich, man muss auch nicht komplett ausmaxen, aber da würde ich auf jeden Fall noch höher gehen. Ich meine, klar, ich hatte noch wirklich das Glück, dass ich wirklich im Town Hall 7 Bereich wirklich noch schön blitzen konnte. Diesen Vorteil habt ihr jetzt nicht mehr, wenn ihr Town Hall 7 seid, ehe ihr für den King euer D-Alex zusammenkriegt. Vollkommen klar, das ist nicht so ganz easy. Muss man auch sagen. Hier schön voller Bohrer. Ja, genau. 160 ist ja Max da in dem Bereich. Und hier auch ein King Level 2. Der reißt schon was. Also wenn ihr da steht und sagt, oh naja, der King kostet aber am Anfang so viel. Ja, klar kostet der viel. Bloß da hat man wirklich jeden Angriff was davon. Und von daher ist das schon echt übel geil. Na genau, ich denke auch, selbst im Heal wird der Drache down gehen. Weil hier haben wir einfach mal Luftabwehr Level 4, Level 1 und zusammen ballern die schon richtig gut. Also das ist ganz klar, da hält der Drache auch im Heal nicht aus, klar. Aber ansonsten Erdnussflip war ganz okay. So, ich bin ja mal gespannt, was die Base macht dann. Auch, na, hier, wir gucken, kleinen Moment. Wir gucken, hier sind natürlich zwei Luftabwehren. Da muss ich ganz ehrlich sein, da hätte ich ja erst von hier angegriffen. Weil, wenn du natürlich hier jetzt dein ganzes Pulver verballerst, klar, ich meine, man will das Gold haben, sind wir ehrlich, klar. Aber dann mache ich doch lieber erst den Saven-Bereich. Mache ich fertig, weil, wenn du... sag ich jetzt mal hier fertig bist und hast noch fünf, ich sag jetzt mal, du hast noch fünf Luckys. Dann reichen die fünf Luckys für die Luftabwehr und das war's. Dann kriegst du den Rest nicht mehr. Würde ich sagen. Aber gut. Dann hast du da die Luftabwehr vergessen, mein Freund. Das ist schade, weil hast du die echt nicht gesehen? Hm, okay. Helden vergiften bringt auch nichts. Also, wie gesagt, das soll nicht hier jetzt Meckershow werden. Genau so, wie ich es gesagt habe. Ganz genau so, wie ich es gesagt habe. Dir gehen die Luckys aus, du hast die Luftabwehr immer noch am Start und die gibt dir richtig schön auf den Sack. Das ist das Problem. Ich meine, wie gesagt, du hast relativ leer geräumt. Ist vollkommen in Ordnung. Bloß wie gesagt, versteht mich da einfach nicht falsch. Wir haben 88 Luckys. So. Und das ist ein Angriff, der sich nicht lohnt.
Oder sehe ich das falsch? Also, guckt mal. Ich skippe nochmal euch das zusammen. Also, wir haben beim Lucky, haben wir 7 Dunkles pro Lucky. So, das heißt, 7 mal 88. Wir sind alleine bei 6, Leute, bei 600 Dunklem. Weiß ich wirklich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Würde ich nicht machen. Nice. Also, Barge, aber auf jeden Fall, da steht eine 3 vorne. Richtig geil. Auf jeden Fall. Und da ist halt Barge wirklich schön günstig und richtig schön effektiv. Ganz klare Sache. Wie gesagt, kennt man halt, aber das ist natürlich der krasse Gegensatz. Wenn man überlegt, was man einfach für Barge bezahlt hat, ist das natürlich einfach mega, klar. Aber wie gesagt, der andere, der lässt mich noch nicht los. Also das ist definitiv in Hose, meiner Meinung nach. Das ist, da kommt man nicht auf den grünen Zweig. Genauso halt eben bei mir, als ich mir die. Den hätte ich eh nicht angegriffen. Den hätte ich gar nicht. Also, warum greifst du den an? Mit der Sache halt. Queen und Heiler halt, dieses Thema, wo man dann halt eben sagt, gut, okay, mit Minions clearen und dann sagt eben auch einer, naja, wenn du aber die Minions dafür verballerst, um dann D-Alex wieder zu bekommen, ist das ja so eine Milchmädchenrechnung. Und ich guckte eben auch, habe eben gesehen, mit Minions ging es aber wirklich gut. Aber wenn man sich dann einfach mal wirklich ein bisschen ransetzt und sagt, na gut, okay, komm, lass mal Barge probieren, lass mal mit Mauerbrechern probieren und so weiter und so fort. Und einfach wirklich, ja, seinen Grips einfach mal ein bisschen anstrengt und da ein bisschen was draus macht aus der Taktik, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Und jetzt meine Frage, die, warum wird sowas geteilt? Fail. Ja, dann bitte, dafür gibt es einen eigenen Clan. Aber selbst der, sage ich jetzt mal, also Try Harder, der wäre ja auch nichts für Fail-Angriff, Fail-Attacks gewesen, weil Fail-Attacks wäre ja, wie gesagt, also zum Beispiel eine Riesenbombe, ganz, ganz viele reingerannt und dann bumm, alle auf einmal tot. Das wäre so ein Fail-Attack-Angriff. So. Da muss. Hier, guck mal. Nur jetzt mal. Da komme ich jetzt mal kurz als Tippgeber, nicht als Lehrer. Möchte ich mich extra eben nicht bezeichnen, weil das ist der falsche Begriff auf jeden Fall dafür. Einfach, um dir einen Tipp zu geben. Wenn du hier lauter Einzelschaden hast, mach das nicht, dass du einfach so den King droppst. Weil, klar, der nimmt viel auf sich, aber der bringt dir in deinem Bereich viel mehr, wenn du den zum Beispiel hierhin steckst, wo Fläche ist. Weil Fläche nimmt der auf sich, da lacht er ein bisschen drüber und alles gut. Aber mit Einzelschaden kann der nicht um. Da geht der kaputt. Ganz schnell. Und da wärst du einfach in dem Bereich einfach besser aufgehoben, hier zu bartschen und dort den King zu setzen, der wirklich die Fläche auf sich nimmt. Und so grundsätzlich, klar, ich meine, wenn du den jetzt auch leer räumst, das ist okay, aber ja, das ist jetzt auch nicht der Mega-Angriff. Wie gesagt, da will man halt wirklich richtig fettes Zeug sehen. Das ist so ein ganz normaler Angriff. Das ist das normale tägliche Clash of Clans. Oder seht ihr das anders? Ich glaube nicht. Das ist ganz normal. Also ich hätte mich ja ein bisschen. Ein bisschen hätte mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Erstens, ich hatte meinen Namen Matt groß geschrieben. Den hatte ich nie klein. Gucken wir mal, ob Matt sich verbessert hat. Dann, ganz ehrlich, bei dem Angriff will ich das Dunkle sehen. Ganz ehrlich. Und das, glaube ich, kriegst du nicht hin. Das kriegst du nicht hin, weil die Bogies sind halt 3. Da wird nicht viel passieren. Ich glaube nicht, dass du das hinbekommst. Ist ja nicht so, dass ich es gesagt hätte. Ah, kommen die Bogies noch durch? Ich meine, die Zeit läuft sehr gut.
Jo, läuft. Das ist geil. Ja, das ist geil. Also da muss ich sagen, da hast du es gut gemacht. Weil, wie gesagt, da sind dann, und das ist ein Video wert. Da sage ich dann, yeah, cool, unerwartet und geil. Schön. Sehr gut. Hast du nochmal gerettet, das Ding. So. Eine Verteidigung? Alter, krass. Ich meine, der hat mal richtig auf die Kacke gehauen und jetzt kommt irgendwo hier Sprungfall, oder? Bam. Aber der Angreifer greift wenigstens in Kombination mit den Mauerbrechern an. So, jetzt gucken wir mal. Hat auch schon eine 5er Queen, also so ein bisschen was Erfahrung müsste der auch haben. Also ich denke mal, der nimmt dich gut auseinander. Würde ich jetzt echt tippen. Weil er hat noch die Magier, die ich da aber nicht gedroppt hätte. Warum droppt er die Magier da? Das war jetzt auf jeden Fall Fail. Weil warum? Dort ist nichts. In diesem Teil dieser Base ist nichts zu holen. Das erwarte ich aber echt von einem Spieler, der eine Queen Level 5 hat, erwarte ich das. Dass genau von dort unten die Magier, die dann hier eben weiter schön clearen. Ganz genau. Also klar, für Syr 2.0 ist es natürlich scheiße, klar, logisch. Aber wir sind ja jetzt dazu da, um diesen Angriff halt so ein bisschen aufs Korn zu nehmen, um zu gucken, wie das läuft und wie das nicht läuft. Und hier eben auch diese klassische Formation, die halt nicht so der Burner ist. Weil guckt mal, wenn wir uns das jetzt nochmal ganz kurz angucken, ich glaube, ich muss das Video wieder teilen. Sonst wird das wieder zu lang. Hier, wir sehen hier einfach dieses Zwiebelmuster, also dieser Zwiebelaufbau, wie so diese einzelnen Schalen, wisst ihr selber, was ich meine, bringt nichts, weil halt, wir haben es gerade in der Verteidigung bestens gesehen, das ist Quark. Wäre da nur zum Beispiel da eine Mauer, würden die Riesen sich dabei aufhalten, würden länger brauchen, würde das alles nicht mehr aufgehen. Wenn die aber nicht da sind, dann ist das halt für den Hintern. Genauso eine Sache. Magierturm so weit draußen, der kann sehr leicht angegriffen werden. Sowas kommt im Normalfall immer nach hinten. Aber klar, wie gesagt, da sieht man eben halt, dass das hier jetzt nur mal, wie gesagt, mein Base-Layout ist nicht hier hyper super geil. Aber ihr seht halt wirklich Magierturm, Magierturm, Magierturm. Und die sind nicht super weit draußen, sondern die haben eben was zu verteidigen, dass die hier richtig schön lossplashen und gut ist. Innen drinne halt schön die Minenwerfer, die halt eben auch nochmal von nach außen hinweg ballern und dann ist das gut. Loot. Genau. Schön gebartscht. Loot gezogen. Fertig. Ganz genau. Ist natürlich eine geile Sache hier. Hier schön weggeballert, hier einwandfrei. Super, hat sich gelohnt. Hättest du sogar noch ein bisschen weniger nehmen können, aber gut, vollkommen in Ordnung. Super. Scheiß auf Pokis, sage ich auch, hey, scheiß auf Pokis. Voll, ganz meine Meinung. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Verstehe ich auch echt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum ist er in dem Bereich, also Raben, Doggy, Tim, in die Eisbrecher? Das kann ich auch nicht verstehen. Das kann ich in einem Bereich verstehen, wenn ich eine Pokéjagd mache und sage, gut, okay, kommt, Leute, Kristall, scheiß die Wand an, Kristall 1 oder sowas, komm, ich will noch mal ein bisschen hochspringen in Richtung Meister, in Meister 2 oder sowas, ich hau mal mein D-Alex raus. Dann ja, zumal wenn ich so viel am Start habe, aber verstehe ich dich vollkommen, Vollblut-Hustler, bin ich vollkommen bei dir, richtig gemacht.
Vollkommen richtig gemacht. Und da scheiß auf die Pokale, ganz genau. Und gleich abbrechen. Genau, abbrechen. Da hast du die Queen sogar noch gesaved. Mit 2100 bist du dabei. Logo. Logo. Und wenn ich nur Kobis gehabt hätte, hätte ich den angegriffen. Vollkommen egal. Richtig rauf da. Immer schön. Immer dicke rauf. Ich mach noch einen Angriff. Also der hat mir echt gut gefallen. Hier auch ziemlich geil. Komme ich da rein? Boah, ich... Also hier... angreifen tue ich ihn auf jeden Fall. Fertig. Das ist Fakt. So. Und jetzt überlege ich halt... Ich würde gern mal schauen. Ich würde gern mit den Riesen kurz mal zur Ablenkung benutzen. Und hier mal ganz kurz gucken, wie viel hier... Doch, hier ist richtig was am Start. Hier ist richtig gut was drinne. Dann würde ich sagen... Ah, hole ich mir das draußen einfach nur, in Anführungsstrichen, oder... Ah, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Heute ist nicht so ganz... Heute ist nicht so ganz meins. So, aber wir gucken mal. Jetzt haben die alle schon geschossen, Flächenschaden. Jetzt können die Mauerbrecher rein, genau, einwandfrei. Doch, das läuft doch. Und jetzt hier noch... Es ist so klar, da draußen will ich doch keine Mauer. Rennt doch mal. Ja, genau, da rein, einwandfrei. Jetzt noch hier schön kurz Bogies klar machen und jetzt gleich die Kobis. Na, die Kobis, nee, die Kobis warte ich noch ein bisschen. Ja, sorry, ich überschlag mich hier gerade mit dem Sprechen. Ich hau hier nochmal einen Heal rein, weil ich möchte, dass die Kobis hier noch ein bisschen aushalten. Und dann könnte es nämlich sein, dass da echt noch was geht. Ja, geil, 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 geil. Sogar noch was Dunkles? Hm, nee, dafür wart. Aber vollkommen, das ist in Ordnung. Das sehe ich ganz nett, ganz fesch hier. Sogar noch hier so ein bisschen aufgeräumt. Nicht zu früh abgebrochen. Klar, in dem Bereich hier ist dann, denke ich mal, der Minenwerfer wieder dabei. Das heißt, da werde ich bestimmt gekillt, ganz genau richtig. Aber immerhin, doch, das ist in Ordnung. Das passt. Das passt. Ja, jetzt sind die Bogies platt. Und dann war's das. Wo rennt noch ein Bogie rum? Ja, okay, den tun wir uns nicht mehr an. Aber damit kann ich leben. Das ist... Und sowas ist es halt eben nicht zu viel für die Truppen bezahlt. Und dann ist das ganz okay. Aber ich glaube, ich werde auch wieder schön... Go-Arch machen. Weil ich damit jetzt, glaube ich, am besten hinkomme. Dann gucken wir uns die letzten Dinger hier noch an. Und dann soll es das erstmal auch wieder gewesen sein. Hier. Ach, Rage, komm. Wir sind mal nicht so... Man kann auch mal ragen. Scheiß auf Pokis, vollkommen richtig. So, dann sind wir sogar schon durch. Na toll, dann liebe ich jetzt den Clan auch noch. Und dann soll es das für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wie gesagt... Ich gelobe Besserung mit den Sachen hier von wegen, ich werde mir das wirklich mal ausdrucken, mit den ganzen Einheiten, dass ich da ein bisschen besser am Start bin. Ich wünsche euch was. Ihr habt rein, ciao, ciao.